Aus welchem Land sind denn die Sachen hier? Aus Palästina. Palästina. Ja. Das vom Mammutbaum. Das ist ein Zapfenbanks jetzt. Der Weihnachtsmarkt in Kirchzarten ist ein Weihnachtserlebnis, weil es so viel zu erleben gibt. An 60 Ständen gibt es viele Sachen zum Anschauen und zum Kaufen, die es anderswo gar nicht gibt. Auch für das leibliche Wohl wird hervorragend gesorgt. Daneben gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm für Alt und Jung. In der großen Stube der Talvogtei gehen einige interessante Veranstaltungen über die Bühne. Schon eine fast offizielle Eröffnung um 17 Uhr mit Tradition, mit dem Unterstufenchor des MCG, mit der Ina Schmidt. Und liebe Kinder des MCG, ich glaube 80 sind es, stimmt es? 90. Wir begrüßen 180 Eltern und Großeltern. Alle reinwinken. Und es erging ein Gebot des Kaisers.
dass alle weg die Schätze führen. Und es erging ein Gebot des Kaisers, dass alle weg die Schätze führen. Josef und Maria voll der Gnade zogen hin. Es war kein Raum in der Herberg zu finden, es war kein Platz für arme Leute. Es war kein Raum in der Herberg zu finden, es war kein Platz für arme Leute. In dem Stall bei Esel und Rind kam zur Welt. Kam zur Welt. Kam zur Welt das heilige Kind. Vom Morgenlande drei Könige kamen, ein Stern führt sie gen Bethlehem. Vom Morgenlande drei Könige kamen, ein Stern führt sie gen Bethlehem. Möhre, Weihrauch und auch Gold brachten sie. Brachten sie. Brachten sie dem Kindlein Huld. Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen erfüllt die Herzen mit Seligkeit. Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen erfüllt die Herzen mit Seligkeit. Unterm Stern, wir glänzte Zeit, wandern wir, wandern wir durch die weiße Welt.
sind sehr glücklich, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Wir sind sehr glücklich, dass das Ganze wieder stattfinden kann und dann auch noch bei allerbestem Weihnachtserlebniswetter. Die kommenden drei Tage erwartet Sie wieder ein vielseitiges Programm, natürlich eine ganz tolle Auswahl an verschiedenen Verkaufsständen für die Kulinarik ist gesorgt. Und was unseren Weihnachtsmarkt zum Weihnachtserlebnis macht, ist eben das wundervolle Rahmenprogramm für Jung und Alt, das ganze Wochenende über, bis hin zu hochwertigen und wirklich tollen kulturellen Erlebnissen, die Sie auch heute und morgen Abend in der großen Stube dann erwarten. Ich will ganz gerne und von Herzen Dankeschön sagen all denen, die dieses Weihnachtserlebnis nun schon zum 22. Mal ermöglichen, nämlich allen voran natürlich dem Gewerbeverein Kirchzarten unter dem Vorsitz von Dietmar Junginger mit tatkräftiger Unterstützung der guten Seele des Weihnachtserlebnisses, nämlich seiner lieben Frau Gabi und allen Händlern, Einzelhändlern, Handwerkern des Gewerbevereins, die dazu beitragen, dass wir hier ein solch wunderschönes Ambiente, eine solch tolle Atmosphäre haben und dass das Ganze logistisch und inhaltlich auch funktioniert. Ein riesen Dankeschön dem Gewerbeverein. Nach der Rede verkauft Dietmar Junginger Feuerzangenbowle zugunsten der Bürgerstiftung. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Samstagnachmittag. So schön hatten wir es schon lange nicht mehr. Temperaturen sind noch so angenehm, dass man teilweise sogar noch ohne Handschuhe unterwegs sein kann und wir einen kleinen bisschen weißen Zauber auf dem ganzen Markt. Aber bevor es dann richtig dunkel wird, haben wir hier einen ganz traditionsreichen Chor auf der Bühne, den Freiburger Bächlechor. Und dann ist die Talvogtei 1999 hier fertig geworden und der Freiburger Bächlechor hatte zu der Zeit ein für Kirchzarten ganz prominentes Mitglied, nämlich der Armin Kümmerle, der leider schon verstorben ist. Und der Armin Kümmerle war damals Vorstand des Gewerbevereins. Und dann kam der Armin auf mich zu und hat gesagt, Mensch Dietmar, wir müssen was machen. So richtig ist es irgendwie nicht mehr mit dem Markt in der Fußgängerzone. Was könnte man denn da machen? Aber eben seit diesem Tag, quasi wo wir uns drüber unterhalten, wir machen einen neuen Weihnachtsmarkt, wir machen ein Weihnachtserlebnis in der Talvogtei. Damals war der Armin Kümmerle Vorstand, seitdem 2000 gibt es hier das Weihnachtserlebnis in der Talvogtei. Aber jetzt habe ich mal genug geschwätzt, jetzt wird gesungen. I can't get the melody out of my head.
Der Schnee, der am Samstag gefallen ist, verzaubert das Gelände. Kommt er schon, jawohl. Hier, Sie sind schon vorbereitet auf Ostern. Ja. Kommt garantiert. Wenn du dann einen Musch gefahren hast, dann macht es halt auch keinen Spaß mehr. Hier werden Märchenfeen angeboten. Manche tragen sogar einen Bullenhut.
Für die Kleinen gibt es sogar einen Zirkus. Das macht ja den Kindern Spaß, ne? Das hoffe ich, denn Erwachsenen macht eigentlich auch immer Spaß. Die denken nur immer, dass es was für Kinder ist, aber da liegen die falsch. Holzkunst Kummer aus Oberried zeigt besondere Holzschalen. Die Muster im Holz faszinieren mich. Wieso hat denn diese Schale so ein besonderes Muster? Ja, das Muster entsteht durch einen Pilz, der in das Holz eindringt, während es noch im Wald liegt. Das geht bei der Buche relativ schnell. Innerhalb eines Jahres fängt der Pilz an, das Holz zu zersetzen. Es wird allerdings gestoppt, indem das Holz dann getrocknet wird. Ja, ja. Dann ist der Pilz draußen. Ja, wenn man sie nicht hätte. Oh, gern. Bitte. 15 Euro, ja. Danke schön. Ja, danke auch. Tschüss. Sind Sie schon öfters auf dem Markt hier? Ja, so 11 Jahre. 11 Jahre. Und auf wie viele Märkte gehen Sie? Ich gehe nur da. Ah. Naja. Das ist einfach am schönsten. Schön dekoriert und ja, es passt. Es ist wunderbar. Die Feuerwehr bietet Waffeln an. Was kriegen Sie? Eine Waffel bitte mit Mousse. Am dritten Tag, einem Sonntag, haben wir herrliches Wetter. Kurz vor der Talvogtei macht das Kinder- und Jugendbüro auf sich aufmerksam. Hallo,
Wenn der Jugendliche mit anderen zusammen sein will und spielen will, geht er dahin. Wenn Erwachsene bei Problemen mit ihren Kindern nicht weiterkommen, können sie sich hier beraten lassen. Auch am dritten Tag gibt es wieder ein umfangreiches Programm. Ich gehe in der Talvogtei zu einer Videoprojektion für Jugendliche. Morgens, habt ihr schon gemerkt? War aufstehen, aufwachen, aufstehen, erst schlafen, dann mit Schnarchen. Und dann aufstehen. Und jetzt wacht auch Freiburg auf. Ihr seht, da sind schon die Heizungen an und da kommt der Rauch raus. Und bei den nächsten Bildern, da gibt es ganz viele Überraschungen. Die Glühweinbar beim Sportverein ist noch nicht belegt. Und laufen die Geschäfte? Ja. Jetzt schon so früh trinken die Leute Glühwein, das ist ja unglaublich. Das Ambiente in der Talvogtei ist für verschiedene Veranstaltungen hervorragend geeignet. Ein Flammkuchen nach dem anderen kommt aus dem Ofen. Einfach mit Freunden zusammen. Dass wir diese Figur entwickelt haben, weil wir sie schön finden. Der Aufkleber war auch unser erstes Produkt, was wir hatten. Unser Autoaufkleber, den es für alle Autofarben gibt. Und da draußen dann alle anderen Sachen auch noch entstanden. Und jetzt möchte ich einfach die Bühne freigeben für Theo Herrmann und Nina Reis mit ihren fortlaufenden. Thank you.
Nur, dass ich das einfach kann. Hallo. Das ist doch ein tolles Erlebnis. Ja. Alle Fälle. Komm jedes Jahr. Hit jetzt hier doch auf. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Am Ende der Veranstaltung freue ich mich auf den Glühwein mit Striebele. Ja, das ist der Abschluss hier von meinem Weihnachtserlebnis hier. Tolle Veranstaltung. Und Striebele noch mit dazu. Dann.